Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir haben versagt. Selbst mit dem Tipp, dass dort eine Powerrüstung liegt, haben wir sie nicht finden können. Wir werden aber nochmal zurückgehen, sie suchen und wenigstens die Leiche des Schriftstellers bergen. Oder, ja, er wird ja tot sein, denke ich. Preston, komm da weg. Ich möchte gerne darüber und mal von oben runter gucken. Nicht spucken. Nicht? Geh weg. Gut. Okay. Leiche des Schriftstellers ist irgendwie in die andere Richtung. Kronkorken, 38er Patrone nehmen wir noch mit. Und so viel scheint dann hier gar nicht zu sein. Kronkorken nochmal, Kronenkorken nochmal und 45er Patrone. Ah, da oben ist auch nichts. Hieran vorbei. Und dann hier hoch. Ja gut, dass hier die Powerrüstung nicht ist, das kann ich mir denken. Die sollte ja irgendwie im Wasser sein, aber wir sind da schon ziemlich gut rumgeschwommen. Oh, da ist jemand. Streifengänger sind. Oh. Oh, womit schießt der denn? Er hat uns auf jeden Fall getroffen mit irgendetwas. Ja, viel haben wir davon gehört, aber begegnet sind wir nur aus der Ferne mal einem. Wo ist denn Redaway hier? Stimpak auch gleich hinterher. Ja. So, welche sind also hier? Ja, wir brauchen ja erstmal keine neuen Freunde, also werden wir weiter nach der Power. Können wir da runterspringen? Ist Wasser gut? Können wir so weit springen? Wir werden es gleich herausfinden. Und zwar... Ja. Nein, okay, man muss schon ins Wasser springen dann auch. Ja, schade. Aber die Richtung war schon mal nicht die richtige. Ups, wir sind ja immer noch hier. Nur, jetzt müssen wir da überall runter wieder. Ja, hier oben ist anscheinend nichts. Außer den Zündtypen da. Den könnten wir vielleicht von hier oben noch erwischen. Aber ich weiß ja nicht, was es damit auf sich hat. Und ich denke, dass das irgendwie zur Hauptmission gehört, auch mit diesen Typen. Also versuchen wir, denen erstmal aus dem Weg zu gehen. Denn die Hauptmission wollen wir ja erstmal nicht anfangen. Aber da unten ist noch etwas. Und zwar so ein Walltech-Lunchbox-Teil. Was kommt da wohl raus? Keiner weiß es. Die Lunchbox. Ah, Kreide für Öl. Nee. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Entschuldigung, für Asbest. Stimpak und Redaway. Sehr vernünftig. Achso, Redaway. Hilfsmittel, Redaway. Und ein Stimpak hinterher. Ja, und ich denke, das war die richtige Richtung. Da müssen wir wieder zurück. Okay, wir gehen jetzt den Schriftsteller suchen, denn das mit der Powerrüstung hat leider nicht geklappt. Irgendwo hier soll auf jeden Fall eine sein. Ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Schauergeschichten über das Institut glauben soll. Hört sich für mich vor allem nach Paranoia an. Möchtest du reden? Hey! Was gibt's? Hey! Was brauchst du, Schatz? Plaudern. Ich bin nur neugierig, was du denkst. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mich mal in meinen vorgesetzten Offizier verliebe. Boah, ja, okay, lassen wir das mal lieber. Vergiss es. Das ist erstmal alles. Okay. Das musste ja jetzt nicht sein, oder, Preston? Naja. Wir haben uns ja drauf eingelassen. Blutblatt. Ich denke, wenn eine Powerrüstung zu finden sein sollte hier, dann hätten wir die auch gesehen, oder? So blind wie wir sind, vielleicht auch nicht. Hier ist ja auch noch ein Teich. Da drüben war der Kühlschrank? Nein, der war weiter da. Also in diese Richtung irgendwie.
Kronkorken, Redaway, sehr gut. Flasche mit Frostschutzmittel, das haben wir doch schon mal aufgehoben. Ja, singend durch den Nebel. Das ist ein Baumstumpf. Ja, ich kann nicht anders. So ein bisschen gucken, wo wir schon mal hier sind, müssen wir ja. Vielleicht ist die hier unter diesen Teerbeeren. Powerrüstung, nein. Okay, ich gebe auf, ich finde sie nicht. Wahrscheinlich stehe ich direkt jetzt neben ihr oder so. Und jeder sagt, nein, da ist sie doch, da ist sie doch. Guck mal da, oh, hier liegt jemand. Und wir finden in der Sprengstoffkiste sicherlich keine Powerrüstung, aber vielleicht etwas anderes, was wir noch gebrauchen können. Das wär's. Kryomine und Splittergranaten. Aha. Und keine Powerrüstung mehr. Ich glaube, wir sind jetzt auch mittlerweile schon wieder zu weit weg vom Kühlschrank. Vielleicht hat hier auch jemand anders geklaut. Oh, ein Leuchtender. Ja, wir müssen ganz kurz Preston uns einen besseren Schutz suchen, denn Meyerlurks sind ja nicht so einfache Gegner. Oh, Eier. Oh Mann. Vielleicht war das ja auch hier irgendwo noch. Vielleicht gibt es ja noch einen Kühlschrank hier. Ja, das kennen wir doch. Ja, das kennen wir hier noch. Die Kaffeekanne hat irgendetwas, was wir brauchen für unsere... Ich glaube, Energie ist noch ausgesucht. Diese Energiegeneratoren. Ja, gibt es denn hier vielleicht noch einen Kühlschrank, wo eine Powerrüstung sein könnte? Oh. Moment mal, da haben wir doch was dagegen. Dagegen haben wir was. Wo ist er? Schon wieder das gleiche Spiel hier. Alles wiederholt sich. Ja, er ist schlauer als wir. Er versucht erst gar nicht durch die Veranda hier zu schießen. Und Zäune. Oder doch? Ah, wir treffen ihn dadurch nicht. Auch nicht gezielt. Auch nicht gezielt. Schon tot? Oh nein, er war nicht tot.
Na, das ist aber... Das ist aber fies. Was hat man denn da für eine Waffe gegen? Flammenwerfer? Ja, und ich erst. Blödes Viech. Ah, Fleisch von Weichschalen, Myologs und Myologs. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Ja, genau. Preston, ganz genau. Hier ist doch kein Kühlschrank mehr irgendwo. Sieht erstmal nicht so danach aus. Dann suchen wir jetzt mal die Leiche von unserem Schriftsteller Charles Dieter. Ja, Dieter, glaube ich. Die soll hier unter der Brücke liegen und er soll noch einen Brief dabei haben. Und hier kommt irgendwas rausgesprungen gleich, wenn wir nicht damit rechnen wahrscheinlich. Nein. Und ich glaube, der sollte hier irgendwo liegen. Ah, hier! Tatsächlich! Eine Leiche! Da liegt sie! Kaum zu glauben! Ein gehärtetes Scharfschützengewehr! Ein Neponset-Hüttenschlüssel! Und einen Hut! Geh mal weg, bitte! Ein Filzhut! Und der letzte Eintrag des Tagebuchs. 23. Oktober 2077. Da kann ich auch das Tagebuch fertigstellen, was? Mit dem Buch hat das nicht geklappt. Zumindest nicht bei all dem gottverdammten Lärm. Tag und Nacht dieses Gehämmere. Mal sehen, wie es sich mit Kugeln im Kopf hämmert. Verfault in der Hölle, ihr Mistkerle. Und du kannst dich an dazugesellen. Ach so. Carol. Oh yeah. Ja klar, der hat seine Frau gemocht und seine Töchter auch. Hat man ja auch im Buch schon lesen können. Und naja, hier blieb er dann über Nacht. Wohl zu lange. Ja, Schriftsteller gefunden, Mission erfüllt. Nur die Powerrüstung konnten wir nicht finden. Wenn jemand weiß genaueres, ob man da tauchen muss oder ob die irgendwie von Weitem schon zu sehen ist. Vielleicht war ich auch an einem falschen Kühlschrank, aber das war der Kühlschrank, in dem wir den Jungen gefunden haben. Irgendwie kann ich aber auch nicht anders. Ich muss, glaube ich, wieder zurück zu diesem Kühlschrank und weiter nach der Powerrüstung suchen. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwie mal zufällig schon die Powerrüstung gefunden haben, dass Preston die aufgesammelt hat. Und deswegen Preston jetzt mit der Powerrüstung auch rumrennt seither. Das könnte sein. Da wird es helfen, wenn man sich die Videos dann nochmal anschaut. Was war denn mit dem Hüttenschlüssel? Eigentlich brauchen wir den doch gar nicht. Ja, wir haben unseren Charles Dieter Jr. auf jeden Fall gefunden. Seine letzten Worte. Und die Powerrüstung leider, leider nicht. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Was war das? Trinken? Nein. Es kommt mir aber schon wieder so vor, als würde hier zu viel Nebel sein. Ja, ist das wieder ein Bug im Spiel? So wie mit dem Grünstich letztens? Nein, ich denke, das ist ganz normaler Nebel. Wir gehen nochmal zum Kühlschrank. Vielleicht ist das ja in diese Richtung da mit der Powerrüstung. Ich bin auch nicht sicher, vielleicht haben wir wirklich schon eine gefunden hier. Ich meine, diese Fahrzeuge vom Militär, die versprechen ja schon einiges. Da ist auch noch ein See. Vielleicht ist die ja dort. Wir sind einfach in die komplett falsche Richtung gegangen. Okay, wir schauen noch mal ganz kurz an diesem See, ob sich dort vielleicht irgendetwas befindet. Ist das? Könnte das? Moment mal. Ich werd verrückt. Da ist sie! Oder? Das könnte sie sein, das könnte sie sein. Einfach, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Super. Ja, und jetzt einsteigen, oder?
raus aus dem verseuchten Wasser hier. Ja, super. Rönig 272, danke nochmal für die vielen, vielen Tipps. Ja, weiter so. Die hätte ich ja nie gefunden hier. Auch durch Zufall wahrscheinlich nicht. Ich hätte bestimmt da in so einem verseuchten Sumpf nicht reingeguckt, was da so alles drin ist. Also wir gehen jetzt nochmal direkt zurück zum Kühlschrank und gucken in die Richtung Powerrüstung, See, Tümpel oder wie man das nennen soll. Genau, wir sind nämlich nicht vom Kühlschrank weg, sondern auf den Kühlschrank zugegangen. Das heißt, wir sind in der letzten Folge ja dort so hin. Und die Powerrüstung liegt genau hinter uns, also dort. Wie vermutet an diesen Militärfahrzeugen hier. Und zwar hier in diesem See dann. Da ist der Kühlschrank. Und da ist der See mit der Powerrüstung. Ja, super. Haben wir so eine schon? Ich weiß nicht. Aber schön, sie zu haben. Wir reisen nach Sanctuary Hills sofort. Stellen sie dorthin zu unserer Sammlung. Oh, hoppla. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.